Schönen guten Abend am Bad Einstein, heute den 23. Oktober 2022. Für mich ein ganz ein spezieller Tag, wieder einmal, ja, immer, jeden Tag, danke, dass ich noch mal leben darf. Das ist definitiv seit 36 Jahren so. Ich bedanke mich wirklich jeden Tag über das, was wir passieren haben dürfen. Ja. Es ist phänomenal und jetzt wieder so ein Knackpunkt. Definitiv. Also mein Lebensdings ist, mein Lebensweg geht weiter, aber ganz, ganz anders. Ganz anders. Also das heißt, mein erstes Testament ist erledigt. Das habe ich auf Facebook gemacht. Das habe ich auf YouTube gemacht, über 6 Jahre, jeden Tag kann man eigentlich sagen. Es ist eine Lebensgeschichte, die man verfolgen kann, aber nicht muss. Ist logisch und nachvollziehbar, weil das ist ja meine Geschichte und nicht deine. Und wenn du nur eine Folge von dieser Breaking Bad Geschichte gesehen hast, dann kennst du ja auch nicht aus über die Geschichte. Und ich lebe Breaking Bad im Hier und Jetzt in verschiedenen Zeitzonen. Das heißt, wenn ich an irgendetwas erinnere von Leben 1.0, dann ist es irgendwo so eine Sequenz, was du wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst, wenn du die Zusammenhänge nicht kennst. Und umgekehrt dasselbe, wenn aus dem Leben 3.0 irgend sowas ist, also wie zweite Ehe und Jobende und komplett alles Ende, also mit allen, ja, die ganze Kulisse und Nebendarsteller sind alle weg, definitiv. Das heißt, wenn du den Job änderst und die Frau änderst, dann und Leben auch noch, also das Paradies sich verändern, woanders, dann ist ein ganz unfassbar ein neues Leben. Ja? Und ich habe halt schon einige Sequenzen, wo ich mir immer bewusst war, wann war was, wann und warum und wieso. Also das heißt, das ist ja für ewig eingespeichert. Das ist eindeutig. Ich kann ja nicht nachdenken, was vorher war. Also das ist ganz eindeutig in mir gespeichert. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel Facebook sagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Ja? Und das ist jetzt definitiv das dritte Mal hintereinander. Nein, danke. Und die Masse ist ja auch dementsprechend woanders. Weil das wird ja auch auf Knopfdruck gemacht. Ne? Das heißt, zurückgereiht und du darfst keine Gruppen mehr teilen und so weiter. Also das heißt, das ist jetzt definitiv vorbei. Ich werde jetzt die nächsten Tage Schlussstrich machen von alle meine Seiten. Das heißt, ich habe ja 10 oder 12 aktive Unplugged-Seiten. Also das heißt, das wäre alles einmal mich verabschieden zu dem Thema mit Fotos von meiner Seite, von meinem Leben Bonus 1 und 2222 Tage habe ich es bewusst erlebt und jetzt ist es gestorben. Definitiv. Also das heißt, wenn keiner zuschaut oder zuhört oder sonst irgendetwas, ja, dann kann es wirklich in Küchen gattert sein. Und ja, aber es gibt ja eine andere, eine neue Plattform, wo wir schon sehr aktiv sind, wo wir miteinander reden können auf Videokonferenz und einspielen von wichtigen Sachen, was man halt einfach sagen will. Also das kann der Thomas unheimlich gut und
Und das ganze Schneiden mit und Vernetzen mit Radio und mit allen möglichen Möglichkeiten, ne? Das heißt, die Plattform ist jetzt fertig, was mir ich vor 12 Jahren, glaube ich, skizziert habe. Internetseiten schon mehrfach gekauft habe und Programm schon dazu und jetzt mache ich und so weiter. Aber es sei denn, das Leben ist ja immer sehr, sehr interessant. Ne? Also es geht ja weiter und weiter und weiter und weiter. Und jetzt ist alles anders, definitiv anders. Ja? Also privat bin ich im Himmel. Was heißt privat? In mein Leben. Ja? Aber jetzt lebe ich 5 Generationen zeitgleich. Das heißt, 3 Leben hier, ja, definitiv jetzt im 2022, glücklich und zufrieden und gesund und glücklicher kann es nicht sein. Das sind 3 Generationen zeitgleich jetzt. Und die Generation vorher habe ich durchleuchtet und gespürt und inhaliert. Und natürlich bewusst jetzt, ja, also wenn man alle Generationen durchschaut, dann ist man ja viel bewusster, wie wenn das nur meine Sicht ist, sondern du, ja, alles. Eltern und Großeltern. Das sind einfach prägende Seelen, unlöschbar, ja, definitiv. Und die Folgegeneration ist jetzt so weit, ja, also ich kann es ja gar nicht fassen, alle Ausbildungen vorbei, oder beziehungsweise sind noch im Gang, weil was ist vorbei? Ausbildung ist nie aus, sondern es ist halt wieder ein Schritt, dort ein Schritt, dort ein Schritt. Und jetzt Nestbau, ja, mit der nächsten Generation. Definitiv, jeder Handgriff ist dort, wo sie wollen und nicht, wie es ich will oder wer anderer will. Und das darf ich miterleben, ja, mithelfen und fotografieren und freuen und wow, jeder Handgriff ist, ich darf, ja, und das ist die Schiene, ich darf, aber ich muss nicht. Und ja, ich bin schon Großvater in Gedanken. Ja? Wie viele Kinder auch immer. Ich bin 24 Stunden da. Und ganz da und nicht abgelenkt. Ja? Also ich habe die Situation gehabt mit einem Kleinkind und einem Handy, mit einem Job, wo es ununterbrochen läuft. Läutet und man ständig irgendwo mit den Gedanken woanders. Also das habe ich alles erlebt und dass ich bewusst Adrat habe, ist mir auch immer bewusst gewesen. Also beim Autofahren, telefonieren finde ich nicht sehr gescheit, weil da habe ich schon ein paar Mal haben wir gedacht, oh, wo bin ich denn gerade? Ich wollte ja ganz woanders hin, ja? Während dem Telefonieren. Und das ist wurscht, ob freisprechen oder sonst was. Du bist mit den Gedanken mit demjenigen, mit dem du gerade redest. Und wenn es dann crasht, dann warst du eben mit den Gedanken wo ganz woanders. Und so Knopfgeschichten hat wahrscheinlich auch jeder, der unterwegs ist. Weil das Ganze ist also zu Fuß dasselbe, weil die Leute rennen ja immer dumm mit einer Fernbedienung und die schauen da eine und nebenbei ist das Kinderwagen und sehen nichts und keiner sieht irgendetwas oder hat nur einen Kopfhörer auch noch, da weißt du nicht einmal, wann wer schreit. Ja? Also das heißt, die meisten denken nur in sich. Und alles andere rundum nicht. Und wenn man sonst ist, nicht im Straßenverkehr ein Horror, nach wie vor oder wieder steigend, weil die Leute abgelenkt sind. Definitiv abgelenkt und nicht glücklich. Ja, und nicht im Hier und Jetzt, sondern irgendwo. Und ja, also predigen werde ich noch weiter, aber halt nicht auf Facebook, weil das ist. Das bringt nichts. Ja? Also das heißt, ich brauche nichts.
das was bringt. Aber warum soll ich etwas in einer Plattform geben, der sich ganz niemand anschaut? Ja? Anschauen kann man sich die letzten 9 Jahre, glaube ich, war ich jetzt oder bin ich jetzt Facebook, und wie gesagt, jetzt verabschiede ich mich dort langsam, aber ganz sicher. Und auch die politische Geschichte ist derzeit so weit, dass es einen Verein, also eine Vereinigung geben muss und wird, ganz definitiv. Aber ob ich da dabei bin oder nicht, oder nur ein, nur, oder, ja, ein Sprachrohr auf Medien, das ist ja auch komplett egal. Ja. Das heißt, wir haben ja jetzt das Ergebnis gesehen, wie es manipuliert und wie es interpretiert wird. Ich sehe es halt so wie immer ganz, ganz anders. Also ich sehe es, ein Drittel sind Aussteiger aus dem ganzen System und wählen nicht mehr. Ein Drittel war der Van der Bellen und ein Drittel sind weitere 6 Kandidaten gewesen zur Auswahl. Das heißt, eine Auswahl hat es auf jeden Fall mal gegeben, und eine Zustimmung hat es eben auch nur zum Drittel gegeben. Das bedeutet, 2 Drittel sind mit diesem System unzufrieden. Und deswegen werden die 2 Drittel zusammengeführt, und das eine Drittel, das sind halt die Systemkandidaten oder Soldaten oder Söldner, die müssen zurück kommen, weg. Also nicht weg, sondern nicht mehr wichtig. Und ohne Macht, ohne, also ja, also das muss sich einfach entwickeln und wird sich entwickeln, definitiv, durch die ganz, ganz vielen kleinen Parteien und Querdenker und Selbstdenker. Und das werden immer mehr, definitiv, hundertprozentig. Also wir haben jetzt schon die 2 Drittel, und deswegen gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr, dass sich der Wandel jetzt wird. Wandel. Und schrittweise. Ja. Und meins ist natürlich meine private Geschichte. Ich lebe im Turbo, immer. Ja. Das heißt, ich denke voraus und freue mich voraus, und diese Freude kann man nicht mehr wegnehmen. Die ist in mir, wow, ja, unbremsbar. Und wenn ich auf was anderes denke, ist die nächste Vorfreude. Ja. Das heißt, Freude ist unbremsbar, und das andere braucht man nicht. Also Unfreude oder Unfrieden braucht man auch nicht. Ja. Eifersucht braucht man absolut nicht. Ja. Das ist Gift. Es ist Misstrauen. Es ist permanent Glauben, dass was anderes ist. Also ein Nocebo. Wahnsinn. Ja. Definitiv glauben, unheilbar und bei der Eifersucht ist ein Wahnsinn. Ja? Also das ist wie eine Sucht, definitiv, und es tut allen Beteiligten sehr weh. Ja? Das ist nicht gut, absolut nicht. Und da kann man lernen. Ja? Und jeder kann immer etwas lernen. Und wenn die meisten halt nach 3 Minuten sagen, buh, es ist mir zu viel, na dann sind es woanders. Ja? Aber ich denke mal, ich konsumiere auch das, was ich will, und nicht wie wer anderes sagt, ich bin wieder traurig oder sonst irgendwas. Wir haben ja im Quantenfeld da alle Möglichkeiten. Immer. Alle Möglichkeiten. Hör ihm alles zu oder nur ein Teil, oder auf einer Seite mit Musik und mit der anderen Seite mit den Nachrichten, ja, dann bin ich woanders. Und ich bin jetzt in der neuen Situation, in einem ganz neuen Leben, komplett. Im selben Hier und Jetzt, also in meinem Monastier, seit 12 Jahren bin ich jetzt, ja, wie sagt man da? Einsiedler mit verschiedenen Lebenspartnern und Begleitern, die einziehen, ausziehen und so weiter. Und das Leben ist ein Wahnsinn. Ja. Und für mich ist es wie ein Turbo.
Ich habe schneller gearbeitet, mehrere Lebenssituationen hinter mir, also zweimal selbstständig, zweimal Betriebsrat gewählt, also insgesamt viermal gewählt. Ich habe 45 Beitragsjahre hinter mir. Ich habe dreimal Leben, also dreimal Intensivstation hinter mir. Und mehr, wie man glauben kann, Glück. Ja, Glück, dass ich lebe. Ja, mit dem linken Vorderradl, was ich verloren habe auf der Autobahn, auf dem Weg zum Postkastel, dass ich zur Bundespräsidentenwahl kam. Dieses Glück schadfrei zu erleben, sehe ich als Wunder, ja? Definitiver Wunder. Das kann niemand anderer gewesen sein. Es war in dieser Situation, wie gesagt, keine Leute rund um mich tun, also kein anderer gefährdet. Und ich auf der Autobahn, also erste Autobahn seit ewiger Zeit, also ich war 4000 Kilometer unterwegs Richtung Postkastel, Richtung Bundespräsidentenkandidatur, und plötzlich verlierst das linke Vorderradl. Ja? Ja, und dann noch mit der Abschleppung und mit dem, ich darf wo schlafen, und am nächsten Tag ist wieder repariert und ich fahre zum Postkastel. Ja? Also, die ganze Geschichte ist, die kann niemand planen, das gibt's nicht. Ja? Aber es ist für mich ein, nicht nur ein Zeichen, sondern 100.000 Zeichen der Ignoranz von der Masse, und das Ganze, das war, ja, danke, ich hab's jetzt wirklich erlebt, ja, wie sich das alles abspielt mit den Kandidaten und mit den Zustimmungen und mit der Resonanz und so weiter. Also, das muss man erleben, und vorstellen kann man sich das eigentlich nicht. Und das alles, was wir jetzt sehen, ja, definitiv weltweit, ja, und ich rede darüber seit Jahren, es wird die große Depression jetzt unübersehbar. Gibt es gar nicht. Also jeder, der ein bisschen auf die Aktien hinschauen könnte, wird es beobachten, dass sich das seit über einem Jahr nach unten begibt. Ja? Nicht kurzfristig irgendwas, sondern nicht blenden lassen, es geht eh gerade auf. Ja, aber seit einem Jahr geht es runter. Und aus meiner Sicht vor 3 Jahren mindestens oder 5 Jahren schon geglaubt, dass jetzt nach unten ist. Ja. Aber dann waren halt so Ablenkungen und mit so Dienst nach Vorschrift. 7 Milliarden müssen geimpft werden. Ja. Einzementiert. Ja. Chemisch entsorgt mit Lebensmitteln, also Lebensmittelsongs. Ich sage Zusätze und Zusatzstoffe wie bei der Zahnpasta Fluorid, dass die Zirbeldrüse nicht funktionieren kann. Was man früher ja als Medikament sogar schlucken hat müssen als Kinder, also wie ich Kind war, haben wir Fluorid-Tabletten gekriegt. Ja, das ist ja keine Theorie, keine Verschwörungstheorie, sondern das ist ja definitiv, das weiß ja jeder. Ja. In meiner Generation haben alle das geschluckt, und jetzt schlucken es alle mit der Zahnpasta. Ja. Außer die aufs Kleingedruckte schauen, wo Fluorid frei ist. Und dasselbe ist mit dem Aspartam. Ne. In 9000 Produkte ist das verteilt. Das ist definitiv ungesund, oder ich sage halt Gift dazu. Mit groben Auswirkungen, je mehr du diese süßfreie, also eigentlich zuckerfreie Safteln und Kaugummi und das alles konsumierst, desto mehr von diesem Wahnsinn hat die Möglichkeit, krank zu werden mit anderen Wahnsinn. Ja? Und beim Rauchen sind es halt 70 krebserregende Zusatzstoffe, was ja jeder weiß, definitiv auch jeder. Ganz groß draufstehend bei jedem Packen, also das heißt unbewusst
6 € pro Tag Gift inhalieren, ist ein Wahnsinn. Ja? Und man kann Naturtabak rauchen und ohne die 70 Stoffe. Kostet es selber in der Sorbentrafik zum Kaufen, aber die Leute sind nicht bewusst genug dazu. Definitiv zu faul zum Denken, weil, wie gesagt, in derselben Trafik um dasselbe Geld kann ich mal 70 krebserregende Stoffe inhalieren oder eben Naturtabak. Und aus meiner Sicht ist es selbst zu drehen eine Bewusstseinsförderung. Das heißt, wenn ihr ein Gusto habt zum Rauchen, dann bastel ich mir jetzt eine und dann bin ich fertig, wenn ich eigentlich schon ausgeraucht hätte, wenn die Idee dieselbe gewesen war. Ja? Das heißt, ich brauche viel länger zum Basteln, als ich eigentlich suchtmäßig hingreifen würde und rauchen würde. Und wenn man das selber macht, selber bastelt und sagt, okay, jetzt will ich auch nicht zum Kaffee oder was auch immer, oder war gerade, ist ja wurscht, aus welchem Grund, dann komme ich bei mir auf 5 oder 6. Weil sonst täte ich ja den ganzen Tag nur basteln und rauchen. Ja. Und sobald man aber bewusst etwas wahrnimmt, wurscht, ob das jetzt ein Video ist oder Büdeln oder ein Text oder eine Zeitung oder was auch immer, ja, in diesem Fokus kannst du nicht rauchen. Und wenn du kochen willst, kannst du auch nicht rauchen. Oder es wäre dumm, wenn man das machen würde. Und herumgehe und spazieren gehe und rauchen, finde ich eigentlich auch schon zwei Sachen, warum. Ja, entweder gehe oder rauchen. Ja. Also das ist meine Meinung. Und mir geht es gut damit. Ja. Und auch mein Trinken nicht irgendwann und irgendwas und wie viel und so weiter, sondern immer bewusst. Ja. Und deswegen geht es mir so gut. Das ist so ein Traum, was man eigentlich nur bewusst sein kann, wenn es schon anders war. Ja? Sobald man mal krank war und dann nimmer, dann ist man bau. Ja? Also unbremsbare Energie durch innen, durch Freude, durch Bewusstsein. Aha, ich kann noch was tun, dass es besser wird. Ne? Und jeder kleine Schritt ist ein kleiner Schritt ins Paradies, weil man sich ja freut während des Gehens. Und schon die Auswirkung automatisch, ohne dass ich sage, habe ich jetzt Kopf oder nicht, sondern ich habe es einfach nicht, weil ich ja mit den Gedanken in Albanien bin. Ja? Wie auch immer, ja? Entweder in der Vergangenheit dort, was ich erlebt habe, 13 Wochen, oder in der Vergangenheit, was ich kennengelernt habe und was möglich ist für die Zukunft. Also ähnlich so wie die nächste Folgegeneration ist auch möglich. Also ich sage ja, wenn das so wäre, wie ich mir es vorstelle. Also das heißt, ich bin für alles frei, auch für neue Familie. Also definitiv, ich bin jung genug, gesund genug und bewusst genug und ja, ich habe ausgesorgt, ja, definitiv. Und ich war bereit, wenn sie auch bereit waren. Ja. Und jetzt darf ich das einmal konsumieren und sehen und mitmachen als Vater, als ja, neue, also mit neuer Schwiegertochter, glaube ich, heißt das, oder? Schwiegertochter? Weiß ich jetzt nicht. Wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Also das heißt, diese Generation und die Folgegeneration und was bei mir ist, wir werden das sehen. Zweites Testament beginnt jetzt. Wie gesagt, 56,5 Jahre alt. Und jetzt morgen oder übermorgen ist Sonnenfinsternis oder ja, Sonnenfinsternis wieder. Und da gibt es dann immer wieder so Auswirkungen. Und ich habe einmal eine Sonnenfinsternis erlebt am 11.8. zufälligerweise, und zwar 99. Also live, ganz, ganz, also mit
Augen und Fokus und fotografieren 11.8. Deswegen weiß ich es, weil sonst vergisst man ja das nicht, vergisst man das, aber mit Fotografieren vergisst man es nicht. Und das habe ich erlebt, ja, mit Film und Fotografieren und mit Herzverbundenheit, bevor der Marcel entstanden ist. Ja. Also dieses, das zu spüren, das ist unlöschbar, definitiv, wie alles andere auch, wie jeder Urlaub, wie jede fast Katastrophe oder für alles, ja, was sich halt ereignet. Ja. Und Bierchen wäre sicher auch noch schreiben oder zumindest mithelfen, dass jemand anderer gut schreibt. Fotos habe ich tausende, Videos habe ich mittlerweile auch wieder zurückgekriegt. Die waren einmal verschollen und kaputt und nicht mehr lesbar. Und jetzt habe ich es aber doch irgendwie gekriegt. Dankeschön für diese Helfer rund um und um und auch das ganze Leben. Das ganze Leben voller Helfer. Weil ohne Helfer geht's nicht. Ja? Aber freundlich und nicht gekaufte Hilfe. Ja? Also auf Augenhöhe und wertschätzend, altersunabhängig. In diesem Sinne höre ich jetzt freiwillig auf, außer es ist eh schon lang aus. Das weiß ich natürlich nicht. Ja? Also ich wünsche euch eine schöne nächste Woche. Wie es mit der Börse weitergeht oder mit dem Krieg weitergeht oder sonst irgendwas weitergeht, wissen wir ja nicht, aber es ist für die ganze Welt ist es jetzt Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis und viele Überschwemmungen auch in Australien, wieder das zweite Mal hintereinander Katastrophen und auch Hurrikan kommt dann wieder in Richtung Mexiko. Also er spült sich überall ab und wir müssen eigentlich in der eigenen kleinen